Sex und Ehe. Darüber reden die heutzutage kaum jemand mehr auf. Was bedeutet das in Deutschland für die Frauen, die nicht schon glaubensfestiert? Eine Katastrophe für die Mädchen, wenn es rauskommt. Denn traditionelle muslimische Familien verlangen auf ihrem Rückgang von ihren Töchtern, dass sie als Jungfrau in die Ehe gehen. Samar Hamid hat so ein junges Mädchen begleitet. Sie ist 22 und Muslimin. Und sie hat Angst. Denn seit 5 Jahren ist sie nicht mehr für ihre eigene Familie. Sie war gerade 17, als sie erfuhr, dass ihre Familie sie verheiraten wollte. Mit einem Mann, den sie nicht kannte und den sie nicht wollte. Sie hatte Angst vor der Heirat und vor dem, was dann herauskommen würde. Celine war keine Jungfrau mehr. Wie wichtig ist es, Jungfrau zu sein? Das spielt eine große Rolle. Ja. Warum? Ja, keine Ahnung. Wenn man heiratet, solltest du auf jeden Fall Jungfrau sein. Also nicht eine Jungfrau. Sex vor der Ehe, das ist in vielen muslimischen Familien noch immer unvorstellbar. Es bedeutet, die Ehre, den Stolz der Familie zu verletzen. Viele junge Frauen haben deshalb Angst, dass die Wahrheit herauskommt. Manche vielleicht sogar umgehen. Im Internet sucht Hilfe. Dort tauschen sie sich aus. Natürlich anonym. Fast alle wollen Nummer 1 einen Arzt finden, der das Jungfrauenhäutchen wiederherstellt. Eine Anlaufstelle für solche Operationen ist der Verein Balance. Früher hatte man bei Balance 10 Mädchen im Jahr, heute kommen über 100. Und sie sind bereit, für die OP 130 Euro zu zahlen. Die meisten Mädchen kommen hier, weil sie das nicht nur oder weil sie vorbereiten wollen und weil sie eben einen Hochzeits nachbauen müssen. Und das ist von ihrer Tradition, das ist also Mädchen vorgeschrieben und sie sind verzweifelt und wissen, sie haben die Rechtsmittel gehabt, dass sie vor Ratschen gibt, in ihren Augen nicht mehr den Tag ihre Jungfräulichkeit verletzt und sie sollen sie wieder reparieren lassen. Nein, ist das Problem nicht wirklich. Trotzdem ist es für viele junge Frauen die einzige Alternative. Die Angst vor der Familie und den Konsequenzen ist einfach zu groß. Außer ihren Familien haben Mädchen wie Celine meistens keine Ansprechpartner. In der Schule werden Themen wie Zwangsheirat oder Jungfrau sein kaum besprochen. Das gilt auch für Schulen mit hohem Migrationsanteil, wie hier in Berlin-Neukölln. Also wirklich gesprochen mit Mädchen ist eigentlich kaum, ich bin es gar nicht. Hier in der Schule ist das ein Thema für euch. Wenn nicht darüber geredet wird, wissen viele Mädchen nicht einmal genau, warum sie als Jungfrau in die Ehe gehen soll und was das für ihr Leben bedeutet. Denn man will ja auch irgendwas Besonderes haben und wenn wir dann schon mehrmals starten, dann ist es ja für ihn, dann ist es ja für uns nichts Neues, so ein sauberes Mädchen, wir haben schon ein sauberes Mädchen gedacht und nicht gegeben und wir möchten auch eine schöne Nachricht benachrichtigt, dass du so von unserer Familie aus rein zu der anderen Familie rübergegangen bist. Das ist für eine wertvolle Familie. Eine der Sekretärinnen an dieser Schule. Zu ihr gehen die Mädchen, wenn sie Probleme haben. Sie ist ihre Vertrauensperson, denn sie ist Türkin. Bei deutschen Lehrern oder Sozialarbeitern suchen die Mädchen eher selten Rat. Wer ist das? Religiöser oder kulturell ist das? Da muss man wirklich wissen, was dahinter steht. Das ist ja schon, denke ich, eine klare Aussage, wenn die Mädchen zu Sekretärin gehen, dann ist es Schwierigkeiten, dann muss ja irgendwas fehlen. Was fehlt, sind Lehrer und Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund, die die Themen der Mädchen kennen und ansprechen. Wenn es zu Konflikten kommt, also angenommen, ein Mädchen hat jetzt Geschlechtsverkehr, die wird sich oft überhaupt nicht genau machen. Wie sie mit dieser Situation umgehen sollen, eben weil es eben nicht gibt, sie nicht so extra mit Mädchen dann mit ihrer Mutter sprechen, ja, um versuchen, das Problem zu lösen, sondern sie sind erstmal sehr auf sich alleine gestellt. Meine Informationen und meine individuelle Unterstützung. Wir wollen von der Berliner Schulbehörde wissen, warum. In einer schriftlichen Antwort verweist man uns auf den Bildungsunterricht. Warum werden solche Themen behandelt, zum Beispiel Partnerschaft, Liebe und Sexualität in verschiedenen Kulturen? Klingt alles sehr
sprechen. Fakt ist, was er hier konkret behandelt, ist seine Sache. Und ob er überhaupt in der Lage dazu ist, sich der heiligen Themen zu sprechen, danach fragt